Das geht noch besser. Mal schauen, wie unsere Profis und Nachwuchstalente das machen. Die Ausholphase sollte beim Rückhand-Topspin ohne Pause in die Schlagphase übergehen. Durch eine kleine Schleife im Umkehrpunkt bekommt das Handgelenk eine Vorspannung, die dann im Balltreffpunkt zu einem explosiven tangentialen Balltreffpunkt führt. Die Schlagarmbewegung ist von hinten unten nach vorne oben. Und jetzt bitte mal selbst ausprobieren. Sehr schön. Doch wie können wir das Ganze jetzt trainieren? Stellt euch vor, ihr werft eine Frisbee schräg nach oben. Jetzt bitte richtig.